Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen bei Nickfrei zockt und einem kleinen Tutorial zu Prison Architect. Warum zu Prison Architect? Naja gut, wir hatten den Halloween Sale, da war es recht günstig. Einige von euch haben sich dort das Spiel gekauft und manche von euch haben damit kleine Probleme und haben so leichte Startprobleme. Deshalb will ich mit euch so ein paar Sachen, paar Ideen, paar Gedanken teilen und euch vielleicht den Einstieg ein bisschen erleichtern, dass ihr schneller an ein gescheites Gefängnis kommt. Also, meistens ist es so, dass ihr Create a New Prison macht. Also die Introduction, das ist ja das Tutorial, das ist ja recht schnell durchgespielt, dann macht man sein eigenes Gefängnis. Dazu vielleicht ganz kurz, je größer die Karte, umso besser für euch. Warum? Mehr Bauplatz, ohne dass ihr Land kaufen müsst. Dann haben wir den Fog of War, den würde ich für euch als Anfänger oder als Neueinsteiger würde ich den Fog of War ausmachen. Ist zwar ein nettes Gimmick, macht das Spiel aber im Endeffekt schwerer, als es eigentlich ist. Dadurch, dass ihr nicht in die Bereiche reinsehen könnt und alles mit Wächtern und Kameras abdecken müsst, da sollte man schon wissen, wie man an Geld kommt, wie man das alles finanziert und wie man mit dem ganzen Kram klarkommt. Und Continuous Intake, das machen wir auch nicht an, weil Continuous Intake bringt euch, ohne dass ihr es beeinflussen könnt, ständig Gefangene und die müsst ihr irgendwo unterbringen und dann habt ihr ein Problem, wenn ihr die unterbringen wollt. So, wenn ihr dann auf Play drückt, dann wird euch diese große Karte generiert und habt ihr gigantische 10.000 Dollar. So, 10.000 Dollar könnt ihr ratzifatzi aufstocken, indem ihr hier auf die Grants geht. Und dann kriegt ihr hier entsprechend für Aufträge, die ihr machen könnt, kriegt ihr Geld. Und so kommen wir auf 90.000 Dollar und dann gibt es Aufträge, wenn ihr die erfüllt, gibt es nochmal 10.000. Das ist eine super Sache, weil auch hier dieses Basic... Basic Detention Center, für das ihr 40.000 bekommen habt, praktisch eine Bauanleitung ist, wie man ein kleines Gefängnis aufbaut, was dann noch wirklich schon ja alles hat, was die Gefangenen brauchen, damit es funktioniert. Das nächste, was ihr machen solltet, diese Straße hier angucken. Bäume, die so im Weg stehen. Das ist nämlich... ein bisschen problematisch in der neuesten Version, die wegmachen, weil es kann passieren, dass mitten auf der Straße ein Baum steht, der dann zum Beispiel eure Fahrzeuge aufhält. Und wenn die Fahrzeuge da aufgehalten werden, dann geht natürlich nichts voran. Da kommt kein Material nach, kommen keine Gefangenen nach und ihr geht pleite oder ihr geht unter, je nachdem. So, für diese Bauanleitung ist vielleicht interessant, ihr sollt Gebäude bauen. Das macht man bei Foundations Building. Warum macht man es bei Foundations Building? Naja, ganz einfach. Foundations Building macht ein Dach und einen Boden rein, in was immer ihr baut. So, deshalb braucht es auch einen Eingang. Und der Eingang, der ist wichtig, da braucht man natürlich dann ein Türchen für. Damit die da eine Tür haben, wo sie rein und raus können. So. Viele, und auch ich, habe den Fehler am Anfang gemacht, bauen eine Brickwall und machen da ein Quadrat und wollen dann da drin einen Raum definieren. Und das geht meistens schief, weil der Raum, der muss indoor sein und ist er in dem Moment nicht. So. Auch interessant ist, die legen hier natürlich auch den Boden direkt mit. So, hier liegt noch eine Kiste, die wird gleich abgeholt, aber die Straße ist jetzt von Bäumen befreit, also da kann nirgendwo mein Fahrzeug hängen bleiben, da haben wir einen guten Verkehrsfluss, passt. So, wenn das jetzt hier gleich fertig ist, dann baut er noch die Tür ein. Und dann macht's gleich Radengel. Und dann wird das Gebäude hier als gebaut angesehen. Hoffe ich doch. So. Jetzt haben wir hier drin Boden und auch da gibt es verschiedene Bodenbelege. Ich glaube, hier drin ist ein Zementboden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, hier draußen kann ich es gar nicht bauen, geht nämlich nur Indoor und ich glaube, Indoor ist hier schon Zementboden und da bewegt man sich schnell drauf. Man kann auch Metallboden legen. Ja, da könnte ich den jetzt hier überschreiben in Metallboden. Das ist reine Styling-Sache, weil die beiden Dinger unterscheiden sich nicht wirklich. Man kann auch hier, ich glaube, Marmorfliesen legen, mehr oder weniger. Weiß ich nicht, ob man das braucht. Vielleicht in die Eingangshalle.
Dann machen das die Amis ganz gern. So, die Lampe ist natürlich hier im Weg. Die brauchen wir da nicht. Die können wir direkt wieder abbauen. Weil sonst geht am Schluss vielleicht die Tür nicht zu, wegen so Blödsinn. So, dann müsst ihr natürlich eine Holding Cell bestimmen. Das machen wir dann hier drüber, dass ihr einfach sagt, okay, hier bauen wir eine Holding Cell. Die ist jetzt bei mir 11x11 Meter groß. Das hat einen bestimmten Grund, weil wir müssen da drin ja eine Bank unterbringen. Und die möchte ich gerne an den Eingang stellen. Und ja, wenn ich die dann praktisch so dahinstelle, dann weiß ich, die passt auch auf eine der beiden Seiten. Und da habe ich den Rest vom Knast eben für mich. So, dann brauchen wir noch ein paar Toiletten. Können wir hier mal zwei Stück nehmen. Damit erfüllen wir im Prinzip alle Anforderungen für die Holding Cell. Das Problem, was ihr bekommt am Start, ihr bekommt 8 Gefangene geliefert. Und bis ihr einen Zellenblock gebaut habt mit eigenen Zellen, können die Gefangenen eigentlich fast nirgends pennen. Und dann werden die ziemlich ungehalten, weil die nicht schlafen können. Da kann man sich mit einem Trick behelfen und stellt einfach in die Holding Cell mal ein paar Betten rein. Im Prinzip kann man sagen, tun's 8 Betten. So, dann müsst ihr aber ganz schön schnell erweitern im Prinzip. Weil am nächsten Tag kommen wieder Gefangene. Und es ist halt wirklich so, wenn ihr die Gefangenen nicht aufnehmt, geht euch A, Geld verloren, womit ihr Personal bezahlen könnt. Und B, gehen euch auch andere Vergütungen und Boni verloren. Deshalb, das hier schön ausbauen, alles schön mit Betten. Da kann man ruhig mal richtig in die Tasche greifen. Man kann auch hier neben noch ein paar Toiletten hinmachen. Also ich meine, wir müssen da jetzt nicht wegen Toiletten knausern. Können wir ruhig mal ein paar nehmen, wenn da so viel Gefangene drin sind, der Holding Cell. Das hat, wie gesagt, einfach nur den Grund, dass man halt irgendwie ja starten muss und dann braucht ihr ein Gefängnis, eine Holding Cell im Idealfall und diese Holding Cell, da drin müssen die auch schlafen, sonst gehen die euch wirklich, die steigen euch aufs Dach. Ja, um es kurz zu machen. Also die Gefangenen, die rebellieren euch schneller, wie ihr guckt. So, diese Large Jail Doors, die halten jede Menge Gefangene zurück. Also die, da kann schon mal eine Meute draufhauen, wobei so ein hier relativ schnell platt gehauen wird, wenn es da drin mal Revolte gibt. Aufgrund eben der Tatsache, dass das hier eine normale Jail Door ist, die nur einen zurückhält und keine Ahnung, 10. Gut, das ist im Prinzip schon ein Basisgefängnis. Hört sich blöd an, aber mit dem könnt ihr über Tage überleben, selbst wenn ihr keinen Strom und kein Wasser reinmacht. Hört sich bescheuert an, geht aber. Natürlich können die ohne Strom und ohne Wasser natürlich die Toiletten nicht gescheit betreiben und haben auch kein Licht und so Zeugs. Und deshalb sollten wir vielleicht doch zusehen, dass wir irgendwie Strom bauen. Und zum Strom bauen muss man dazu sagen, ihr müsst diese Spulen hier, diese Capacitators oder wie die heißen, die müsst ihr da drum rum bauen. Deshalb braucht ihr ein Feld noch Platz zum Zaun. Also wenn ich das jetzt hier hinbaue, baue dann Capacitators hin und dann bin ich natürlich direkt am Zaun mit den Dingern. Und das will ich nicht. Ich will da so ein bisschen Abstand, dass auch noch Leute zwischendurch laufen können. Also bauen wir das Ding mal hier hin. Genau das gleiche gilt da. Wenn ich das jetzt so nebendran setze, dann kann ich 4 Capacitators nicht stellen. Wenn ich das allerdings hier hinbaue, dann kann ich 4 Capacitators stellen und kann noch eine Stromleitung dazwischen legen. Damit dann alle auch entsprechend glücklich sind und versorgt sind. So, jetzt legen wir hier Strom rein, damit hier drin dann Strom herrscht. Und dann legen wir hier noch eine Wasserleitung. So, die legen wir aber nur bis hier hin. Und dann machen wir den Rest mit kleinen, weil durch die großen graben die sich schneller einen Tunnel nach draußen, wenn sie denn einen Tunnel graben wollen. So, jetzt werden wir gleich sehen, wenn das Stromkabel verlegt wurde, wird es hier ziemlich schnell wieder dunkel werden. Wenn sie denn mal die Stromkabel verlegen. Die sind jetzt böse am Schwitzen hier, die Arbeiter. Haben sie nicht mitgerechnet, dass sie so viel jetzt arbeiten müssen. Und die KI macht es sich auch nicht immer leicht, wie man hier sieht.
Die gehen am Eingang vorbei, oben rum, um dann hier ein Kabel zu legen. Clever. Keine Ahnung, warum sie das machen, aber sie mögen es wohl, da oben rum zu gehen. So, da drin ist jetzt schon hell, weil da Strom liegt. Und sobald da die Rohrleitungen liegen, wird dann auch die Toilette aufhören zu blinken, weil dann ist da auch Wasser da. Toiletten brauchen natürlich Wasser für die Spülung, ist ganz klar. So, wenn man jetzt ein bisschen Ordnung haben will, weil hier überall die Steine und alles rumfliegt, kann man einfach ins Freie einen Storage bauen. Den bauen wir einfach mal hier hin. Und sobald es ein Storage gibt, werden die untätigen Arbeiter anfangen und werden hier aufräumen. Das ist auch schon mal sehr hilfreich. Dann liegt das ganze Zeug nämlich nicht irgendwo rum, sondern an einem bestimmten Platz und ist damit leichter aufzufinden. Und so weiter und so fort. So, jetzt sehen wir hier, dass die Powerstation mit dem roten Balken ja doch schon ziemlich am Anschlag ist. Und wenn man jetzt hier so einen Kapazitator dran baut, ich baue den jetzt einfach mal hier hin. Die sind schweineteuer, die Dinger. Kostet einer 1000, muss man am Anfang ein bisschen vorsichtig sein mit. Nicht gleich alles komplett hier vollflacken, weil dann ist man gleich mal 10.000, 11.000 Dollar los. Ja, Autosave bremst mich wieder hier im Tutorial. So, und wenn man jetzt hier praktisch sieht, wie das hier aufgebaut wird. So, und jetzt sieht man, dass hier so ein kleiner schwarzer Strich ist. Das bedeutet, das ist der Generator, das ist der Kapazitator. Wenn ich jetzt da noch einen dran bauen würde, waren wir es da? Also ich baue jetzt mal noch zwei Stück dahin, einfach nur zu Demonstrationszwecken. Die müssen jetzt erstmal angeliefert werden. Oder beamen die sich wieder in unser Lager? Es kann auch sein, ja, die beamen sich ins Lager. So, da wird schon der erste gebaut. Sobald der jetzt zugeschaltet wird, haben wir hier zwei Striche. Und sobald jetzt der dritte zugeschaltet wird, haben wir dann vier Striche. Das Interessante ist, die könnt ihr ausschalten. Und ihr könnt sogar den hier ausschalten. Und dann wird es hier dunkel. So, und wenn ihr den dann wieder einschaltet und ihr habt mehr Stromverbrauchsquellen, wie der hier kann, geht der wieder aus. Deshalb, wenn ihr Stromausfall habt, erst die Dinger hier einschalten und dann erst den Powergenerator einschalten. So, mit dem hier, da könnt ihr natürlich das Wasser nicht ausschalten. Da gibt es aber auch einen Trick, wenn ihr sagt, okay, wir haben ein Problem, wir wollen nicht, dass das Gefängnis permanent Strom und Wasser kriegt. Wenn da drin Aufstand ist, wollen wir das Ganze unterbrechen können. Dann kann man hier so ein Ventil hinmachen und hier so einen Schalter hinmachen. Und jetzt ist auch interessant, das ist noch an und hier fällt trotzdem der Strom aus. Wasser wird aber noch geliefert. Und dann kann ich das hier auch noch ausschalten. Und jetzt wird auch kein Wasser mehr geliefert. Wenn wir jetzt hier in die Übersicht gucken, sehen wir, das liegt trocken. Wasser geht nur bis zum Ventil, Strom geht nur bis zum Schalter. Auch das eine interessante Geschichte. Damit kann man doch so einiges regeln. Da kann man dann noch Zellenblöcke abriegelbar machen und so weiter und so fort. Wo man dann sagt, okay, dann machen wir Strom aus, brauchen wir so gut wie nie Licht drin, können wir ein bisschen Strom sparen, legen wir Schalter um, leiten den Strom lieber woanders hin und oh, jetzt brauchen wir da drin Licht, Licht an und so fort, weiter und so fort. Kann man also praktisch Stromkreise auch so voneinander trennen. Auch wichtig, wenn ich Stromkreis an Stromkreis hänge. Gucken, ob wir das auch noch zeigen können. Dann dürfte das relativ schnell ziemlich problematisch werden. Ich guck mal, ob wir das hinkriegen. Da müsste jetzt eigentlich einen Stromkreis einer eigenen Farbe aufbauen. Und es müsste zum Kurzschluss kommen, wenn die das jetzt verbinden. Und da ist passiert. Und alles wird dunkel. Und der Strom ist aus. Warum ist das so? Weil das hier ein eigener Stromkreis ist.
und ja, das hier stört. Dann kann man hier natürlich mit dem Demolition Util kann man dann hier den Stromkreis trennen. Machen wir jetzt einfach mal. Also die können sich nicht kreuzen, da muss man so bauen, dass sich eben die Stromkreise nicht überschneiden. So, und da der jetzt ausgefallen ist, kann ich das jetzt auch mal schön zeigen. Wenn wir jetzt praktisch das Ding dazu schalten, das Ding hier anschalten, die sind nämlich alle ausgegangen. Da sieht man hier an den Strichen. Und jetzt praktisch den hier anschaltet und dann passt. So, und den können wir auch wieder anmachen. Der verbraucht aber keinen Strom. Der hat ein Symbol, dass er ein eigener Stromkreis ist und der hat auch eine andere Farbe. Sieht man hier. Wenn ich jetzt hier hochbaue, dann ist das hellgrün. Also so hellgrün-gelblich und das hier ist grün. Und dann sollte man aufpassen, dass die sich nicht kreuzen. So, ansonsten arbeitet man im Prinzip einfach das hier ab. Interessant ist vielleicht noch zu wissen, wenn man eine Küche und eine Kantine baut, dass das nicht besonders groß sein muss am Anfang. Das wird nur teuer. Was man schnell machen sollte, ist ein Büro bauen. Büros sind immer 4x4. Die kann man auch extern bauen. Das heißt, die müssen nicht im Knast sein. Ich bin jetzt gerade am gucken. Genau. Das ist 4x4. Die Innenseite ist 4x4, außen natürlich 6x6. Muss ja eine Wand gebaut werden. Und ganz wichtig ist da, wie gesagt, erstmal, also ein Büro bauen ist schon mal extrem wichtig. Und es gibt eigentlich zwei wichtige Büros. Eigentlich können wir direkt noch das zweite Büro bauen. Kann man das vielleicht besser zeigen. So, das muss man dann als Büro markieren und dann kriegt man auch immer angezeigt hier mit dem Ausrufezeichen, was fehlt. Nämlich ein Desk Office oder ein Office Desk, ein Chair und ein Filling Cabinet. Und das sieht man dann auch hier meistens, wenn man da mit der Maus in der Nähe ist. Also das, was aktuell auf dem Bildschirm ist, das wird hier weiß markiert. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Also hier drin werden die drei Sachen gebraucht. Gucke ich hier oben, werden andere Sachen gebraucht, nämlich die Türen und eben das hier. Jetzt muss man hier auch aufpassen. Der Schreibtisch, der steht falsch rum. Das interessiert die zwar nicht wirklich, aber es sieht einfach schöner aus, wenn man sich ein bisschen drum kümmert, dass das Ganze auch aussieht wie ein Büro und nicht einfach nur hier baut. Also ich zeige das mal. Spaßhalber baue ich mal alles verkehrt rum. Und stelle den Stuhl einfach mal hier unten hin. Und wir werden sehen, dass das die relativ wenig interessiert. So, können wir das mal hier an den Stromkreis hängen. So, also hier haben wir ein Office, da steht alles richtig rum. Hier haben wir ein Office, da steht alles falsch rum, interessiert die nicht. So, jetzt können wir hier den Warden einstellen. Der ist der wichtigste, denn der gibt uns Zugriff auf Bürokratie und da haben wir Forschung und da können wir den Finanzier zum Beispiel erforschen. Der ist der zweitwichtigste, weil der uns dann angibt, was wir hier an Überschuss haben pro Tag und dieser Überschuss bestimmt, wie viel Personal wir einstellen können. Personal sehen wir übrigens auch hier oben und wenn ich jetzt sagen würde, okay, wir brauchen 100 von irgendwie, wir brauchen noch 100 Dollar am Tag übrig, dann können wir zum Beispiel so einen Mitarbeiter feuern. Wenn wir ihn feuern, sind die Personalkosten, die er verursacht, pro Tag natürlich weg. Der Nachteil, wenn ich zu viele Leute feuere, muss ich die irgendwann auch wieder einstellen. Wenn ich die Leute wieder einstelle, muss ich wieder die Investitionskosten bezahlen. Für einen Bauarbeiter sind das 500 Dollar und 100 am Tag. Allerdings gibt es hier auch Leute, die kosten 200 am Tag. Wie zum Beispiel der Accountant, der Psychologe und so weiter. Die kosten 200 am Tag. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man das Geld auch hat. Ein Koch kostet 100. Die hier kosten auch doppelt eine Anschaffung, nämlich 1000. Und ja, die hier bauen, das sind die Guards. Die brauchen wir natürlich auch. Die Doktoren, da kann man eigentlich, ja, für die Mission braucht man zwei. Sobald man die Mission erfüllt hat, kann man einen wieder entlassen. Spart sich so 100 Dollar am Tag, weil die braucht man eigentlich, wenn man alles richtig macht, so gut wie nie.
Ein Koch braucht man natürlich, da brauchen wir jede Menge von, denn ja, die versorgen natürlich nicht nur die Kantine, sondern die kochen ja auch und die müssen auch das Material reinschleppen. Den Gärtner, den kann man sich lang aufheben, weil der macht im Prinzip nur den Boden schöner. Also den Grund hier draußen pflegt der Gärtner. Dann haben wir noch einen Hausmeister, den Janitor, der putzt drinnen, also Fußspuren und so weiter weg. Dockhändler sind ja neu dazugekommen, den die Runde schnüffeln eben an Leuten. Der Warden, den haben wir gerade eingestellt, der schaltet die Bürokratie frei. Der Chief und so weiter, da sind Leute, die braucht ihr auch, um eben die Erweiterungen hier hinten raus praktisch den roten Linienfolgen zu erforschen. Und ihr könnt hier unten mit den Knöpfen, könnt ihr noch andere Sachen machen wie Prisoner alle ins Gefängnis schicken mit dem Bang-Up. Mit dem Lockdown macht ihr alle Türen schlagartig zu, wenn ich jetzt einen Lockdown mache. Ihr hört das an der Musik. Und dann gehen alle Türen zu. Mit dem Bang-Up schickt ihr alle ins Gefängnis, ist ein Lockdown, ohne dass die Türen zugehen. Und mit dem Shakedown, ja, da macht ihr einen Shakedown. Also da stellen die alles auf den Kopf, durchsuchen alles und finden dann noch Tunnel und so weiter. So, was wir hier vorne sehen, im Deliveries-Bereich steht ein Arbeiter, der wartet auf neue Lieferungen. Im Garbage-Bereich steht ein Arbeiter, der wartet darauf, dass er Müll wegpackt. Und alle anderen verziehen sich in die Storage-Area, wo sie dann eben auf die Arbeit warten. Das ist im Prinzip das Wichtige, was man wissen sollte. Und wenn wir jetzt Finanzen gleich noch erforscht haben, dann zeige ich euch noch den Accountant, wenn er mir nicht abschmiert, weil ich gerade 1000 Sachen auf einmal mache. So, der Accountant ist freigeschaltet und wenn wir den jetzt einstellen, dann sehen wir schlagartig hier oben, wie viel Geld wir als Überschuss haben. Wir hätten jetzt momentan 300 Dollar, das heißt, wir können jetzt noch Leute einstellen. Und jetzt haben wir 0 und wenn ich den vierten einstellen will, na, das geht sogar. Seit wann kann ich ins Minus gehen bei Personalkosten? Das ist auch neu. Das war irgendwie die ganze Zeit nicht. Ich konnte die ganze Zeit, konnte man dann keine Leute mehr einstellen. Das ist irgendwie neu. Keine Ahnung warum. Fällt mir zum ersten Mal auf. Früher war das gesperrt. Wenn es Minus erreicht war, das tägliche, dann gab's da nichts mehr. Gut, was ist gilt's noch zu sagen? Hier steht ja auch viel drin. Ich lösche das immer. Ein Gefangener, egal welcher. Es gibt ja drei Gefangenengruppen. Die High Risk, die Normal Risk und die Low Risk. Alle Gefangenen, egal was sie für eine Schwierigkeitsstufe haben, bringen euch pro Gefangenen 100 Dollar pro Tag. Und Low Risk macht wenig Stress. Normal Risk macht normalen Stress. Und High Risk, ja. Wenn die eine Mahlzeit verpassen, dann schlagen die euch direkt die Bude klein, bringen Leute um. Das sind Gewaltverbrecher, das sind Schwerverbrecher. Also das heißt, die muss man auch so behandeln. Man kann hier noch später im Development, im Deployment kann man noch Zonen erforschen, wo ich dann sagen kann, okay, mittlere Zone, schwere Zone und so weiter. Aber ich glaube, das ist dann schon ein fortgeschrittenes Tutorial. Das bringen wir dann separat raus. Vielleicht dann mit einem Gefängnis, was ich dann auch schon gebaut habe. Vielleicht sogar mit einem Let's Play-Gefängnis. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe, euch hat das Tutorial den Einstieg ein bisschen erleichtert. Ja, wenn noch Fragen offen sind, stellt sie mir in den Kommentaren, dann gucke ich, dass ich dazu vielleicht auch noch ein Tutorial mache und oder euch das im Kommentar beantworten kann. Das Problem für mich ist, ich spiele das Spiel jetzt schon das ganze Zeit lang und ich habe ganz, ganz wenig Probleme damit, das Spiel zu spielen und dann ist es immer schwer, ein Tutorial zu machen, weil ich weiß nicht, was euer Problem sein könnte, weil ich habe keine mehr damit. Sagen wir es einfach so. Deshalb stellt mir Fragen und dann mache ich euch entsprechend die Tutorials dafür noch parat und fertig. Gut, ich sage erstmal danke. Hoffe, ich konnte euch helfen. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Entweder in einem meiner Let's Play Videos oder ja generell hier auf meinem Kanal. Und ansonsten noch viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß noch mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.